Ja, happy welcome zu neuen Themenwerten. Heute treten wir mit einem Mono-Feen-Team und heute ist eine richtig coole Folge, denn heute bin ich nicht dabei. Ich habe heute sozusagen ein Live-Publikum. Willst du mal Hallo sagen? Hallo! Und das Team habe ich nicht selber zusammengestellt, sondern habe ich mir von meinem Publikum zusammenstellen lassen. Und wir haben mit dabei Megaflon, Kiefer, Goa Devor, Elfun, Klavion, Felinara und Mimikyu, also Mimigma. Ich würde sagen, quatschen nicht lange drum, starten mal und gucken mal, was das Team so reißen kann. Ich bin gespannt, wie gesagt, das Team wurde mir zusammengestellt, hatte ich auch voll Bock drauf, der Typ wurde mir auch ausgewählt und ich sehe direkt ein Stolos, das könnte uns das Genick brechen, wobei auch für die Nachher ist noch die Kraftreserve vorher drauf, das ist ganz nett. Also, wir starten, glaube ich, wirklich mit... Nein, nicht mit Mimigma, sondern mit Klavion. Wir haben beide Screens mit dabei, die Stachler und die Donnerwelle. Ne, wir haben nur ein Screen mit dabei. Und dafür den Schmarotz. Ich war mir überlegen, ob ich beide Screens mitnehme dann, aber... Ich dachte mir, Schmarotzer kann so wichtig werden gegen physische, offensive Gegner. Und wenn ich mir das mal so angucke, gerade Donphan und Fiaro könnten da doch schon... Ja. Grund genug sein, eine Schmarotzer dabei zu haben, wobei wir gegen Fiaro wohl keinen Schmarotzer rauskriegen werden. Denn ein Flammenblitz dürfte ausreichen. So, er leadet mit Dornfang. Das heißt, er wird die Tarnstelle rausbringen wollen. Okay, wir haben den Lichtschild mit dabei. Der bringt uns jetzt leider gegen Dornfang nicht viel. Wir probieren die Rocks zu legen, er wird aber den Turbo-Drain mit drauf haben und wahrscheinlich mit der Offensive zu spielen. Aber eine Lage will ich definitiv legen. Da kommt Erdbeben. Erdbeben wird gut drücken. Erdbeben wird zu gut. Das ist not gut. Aber das ist jetzt wirklich der perfekte Zeitpunkt, um in Elfun zu wechseln. Denn mit dem Watteschild können wir da richtig gut was reißen. Da kommt das Erdbeben. Erdbeben dürfte jetzt nicht allzu viel Schaden machen. Erdbeben macht nicht viel Schaden. Oh mein Gott, ich habe vergessen Auflockern auf Elfun zu packen. Ist okay. Wir gehen aber trotzdem erstmal auf den Delegator. Ich habe nämlich keine Lust, ein Toxin oder sowas zu kassieren. Da kommt Relaxo. Ich ahne was Böses. Ich ahne was sehr Böses. Wenn das Vieh nämlich... Wir drücken erstmal was schön. Wenn das hier nämlich Fluch dabei hat, kann der Kampf relativ lang werden. Vor allem, wenn er Hohne noch mit am Start ist. Es ist das typische Fluchset, das ist ätzend, weil der Kampf sich jetzt extrem lang ziehen kann. Ja. Wenn er Erholung drauf hat, wird das Ganze recht nervig. Ich würde sogar ehrlich sagen, wir machen das jetzt anders. Wir gehen auf Egelsam, wir warten, steuern das Ganze jetzt aus, bis er Erholung einsetzt, schlafen muss, wechseln dann auf Mimigma. Ne, Mimigma ist dann auch kein Play, weil wir an der Verteidigung nicht vorbeikommen. Wird schwierig. Wir haben leider nichts irgendwie, mit dem wir speziell uns aufboosten können. Das könnte entweder ein sehr, sehr langer Kampf werden oder ein sehr, sehr kurzer. Also bald Relaxo zumindest raus ist. Ja, der Gigasauger zieht nichts. Das heißt, wenn er Erholung mit drauf hat, haben wir ein Riesenproblem. Da kommt der Body Slam.
Macht jetzt nicht viel. Wird den Delegator auch nicht breaken. Doch, er breakt ihn tatsächlich. Das ist kein Problem. Wir gehen nochmal auf den Delegator, hauen dann nochmal ein Watteschild raus. Und ja, sehr weit dürfte er dann nicht kommen. Elfhuhn ist schon Action. Also Elfhuhn macht schon Spaß. Gerade mit Watteschild in Kombination. Gut. Er probiert das jetzt mal. Das Spielchen kann er aber nicht lange spielen. Denn Edelsamen drückt auf Dauer einfach zu viel. Da kommt die 50% Ehre. Oder die, das ist die Zitrone. Na okay, Füllerei. Und er hat die falsche Beere genommen, deswegen hat er jetzt die Verwirrung. Nicht schlecht. Wir können jetzt auf Delegator gehen, easy. Er hat jetzt halt das Problem, dass er die Verwirrung am Start hat. Er wechselt aus. Elfhuhn macht das bis jetzt ganz gut. Da kommt Stolos. Natürlich wird er jetzt so ein Eisenschild extrem wehtun, aber wir drücken nochmal ein Watteschild und ich glaube, dann ist auch so ein Eisenschild nicht mehr ganz so katastrophal. Watteschild go, wir sind dann auf plus 6 in der Verteidigung und dann dürfte selbst Stolos Probleme kriegen. Megafon war klar. Brauchst du da gerade weiter? Ja. Okay. So. Elfhund auf plus 6. Ich weiß gar nicht, ob das Ding Gedanken gut lernen kann. Dann kommen die Tarnsteine. Ei. Ich befürchte da gerade ein Brüller-Set. Das könnte natürlich problematisch werden. So. Wie dem auch sei. Egelsamen go. Die kriegen wir noch raus. Die müssen wir auch rauskriegen. Diese roten Augen von Stolof wirken ja todesgefährlich. Also in Kombination mit dem türkisen Arm und so. Ich weiß nicht, passt nicht so ganz. Breakt er den Delegator? Er breakt den Delegator. Wir haben aber die Edelsamen draußen. Das heißt, ja. Ist für ihn jetzt dramatischer als für uns. Er kommt an Elfhuhn derzeit gar nicht vorbei. Er hat jetzt, glaube ich, irgendwie nichts in der Hinterhand. Und Stolos müssen wir rauskriegen, denn Stahl-Pokémon tun hier in dem Team weh. Das ist doch ganz schön hart, dass der Delegator Break, obwohl man auf plus 6 ist. Und wir haben nicht viele KP. Stolz hat einen extrem hohen Angriff, deswegen. Er bleibt straight auf den Rambos. Wir warten jetzt, bis er in einer guten Range ist für den Gigasauger. Und ich glaube, dann hat sich das auch erledigt. Einzelne müssen wir den Delegator noch anwerfen. Ich will nämlich nicht wissen, was so ein Rambos zieht. Also 25% hat mindestens, dadurch, dass er den Delegator breakt. Aber er bleibt jetzt auf Straight und Rambos. Ich bin dann überlegen, ob wir auswechseln den Flunkiefer. In den Drohr reinkommen. Ich weiß aber nicht, was vom Drohr zieht. Also was wir denn viel ziehen. Also was haben wir eigentlich noch auf Flunkiefer mit dabei? Wir haben auf jeden Fall eine Steigerung hier. Ah ja, und der könnte echt ätzend werden. Eine Runde bleiben wir noch. Den Delegator hauen wir nochmal down und dann gucken wir. Was machen wir dann? Wechseln wir da, bleiben wir drin und probieren es. Weißt du nicht, was machen wir? Auswechseln oder drin bleiben? Wechseln? Okay. Und auf Nummer sicher gehen.
Wir können jetzt noch einmal drin bleiben und dann. Weil jede Runde jetzt Karten verliert, siehst du nicht? Drin bleiben? Du kannst mich lauter hin. Also gut, wir bleiben drin, wurde gesagt. Wir bleiben drin. Er wechselt auf. Faust. Da kommt Waker. Und das ist ganz gut, dass wir nicht ausgewechselt sind, denn wir haben eine Feuerschwäche auf Flum Kiefer. Das heißt, wir hätten da jetzt eine Feuerattacke gefressen. Die hat alles andere als schön wäre. Wir hauen den Egelsamen raus. Er benutzt den Rückenwind, das ist völlig in Ordnung. Das heißt, Egelsamen kriegen jetzt for free raus. Und Egelsamen misst einfach. So viel zum Thema for free. Gut. Wir hauen nochmal den Egelsamen raus. Wenn er trifft, Sturzflug kommt und Sturzflug wird der Schaden machen. Na gut, dass hinter dem Delegator steht. Kriegt er jetzt eigentlich Recon Damage? Er hat ja nur den Delegator gebrackt. So, okay. Er wird jetzt nochmal auf Sturzflug gehen, denke ich. So. Jetzt wechseln oder den Angriff riskieren. Ich glaube nämlich, er macht dasselbe, was er gerade gemacht hat, also diese Sturzflugattacke. Und die ist effektiv. Gegen Flugkiefer ist die aber nicht effektiv. Er könnte aber auch was anderes benutzen. Gehen wir auf Wechsel. Ja? Komm, wir riskieren es. Flugkiefer, go! Es kann natürlich sein, dass er jetzt unter Flammenblitz kommt. Und dann fressen wir der Schaden, aber der Bedroher wird das Ganze natürlich so ein kleines bisschen mindern können. Da schon gekommen. Machen wir jetzt aber nicht die Welt, der Bedroher kommt. Yeah! Perfekt! Okay. Das wird zwar auch gut Schaden machen, aber natürlich nicht so viel wie ein Flammenblitz und das macht quasi gar keinen Schaden. Er kann jetzt drin bleiben, auf einen Flammenblitz gehen. Oder er kann auswechseln. Das Ding ist, er weiß, er ist schneller. Dafür haben wir aber den Tiefschlag mit dabei und den drücken wir auch. Es kann sein, dass er wechselt, dann trifft Tiefschlag nicht, misst halt. Und dann eine Runde Leergeld gezahlt. Aber ich denke mal stark, dass er drin bleibt und jetzt für den Flammenblitz geht. Er überlegt ziemlich lange. Er ruft zurück, das ist schade. Das ist schade. Oh, jetzt kommt Relaxung. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird er nämlich wieder weiter fluchen. Das ist aber in Ordnung für uns, denn wir haben eine Steigerungsziel mit am Start und irgendwann kritten wir. Und wenn wir kritten, bringen seine ganzen Steigerungen gar nichts. Der Rückenwind ist passé. Das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Steigerungsziel. Vergiften kann er uns nicht. Wow, und der Steigerungsziel drückt ordentlich. Ah, er geht aufs Erdbeben. Erdbeben habe ich jetzt nicht predicted. Wird aber auch nicht alles. Gott sei Dank zieht es nicht aus. So. Wir sind aber auf fucking plus 1. So, welche Attacke hat die höhere Genauigkeit? Knuddler hat 90 und Eisenschädel hat 100. Hat 100. Dann gehen wir auf den Eisenschädel. Der Eisenschädel wird ausreichen. Es kann zwar sein, dass er wechselt. In Fiaro, aber selbst den so dann tut er nicht. Und Relaxo ist draußen. Jetzt haben wir schon mal das Pokémon entfernt, das mir am meisten Kopfschmerzen bereitet hat gerade. Das mit Fluch hätte nämlich noch richtig eklig werden können. Traummagier, eieiei. Oh, was kommt denn da? Wir sind ziemlich langsam. Haben wir ein frohes Wesen? Nee, ne? Eine Initiative von 91. Hm. Riskieren wir jetzt, dass das schneller ist, oder gehen wir auf All-In mit dem Tiefschlag? Was sagst du?
Riskieren wir, dass er schneller ist? Oder riskieren wir, dass wir daneben hauen? Sag irgendwas. Ich bin mir gerade unsicher. Wir riskieren, dass wir schneller sind? Alles klar. Eisenschild, go. Er benutzt den Spukball. Schade. Falsch. Hätten doch auf Tiefschlag gehen müssen. Aber mein Gott. Hätte auch sein können, dass er sich aussetzt oder so. Gut. Ich würde sagen, wir bringen den Steel Key. Holen auf jeden Fall das Lichtschild raus. Oh, 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 nee. Bevor wir das Lichtschild raus haben, hauen wir auf jeden Fall die Donnerwelle raus. Haben eine Prio. Mit etwas Glück kriegt er jetzt die Fullpower und kriegen das Lichtschild dennoch raus. Wenn nicht, meine Güte, das ist nicht Pokémon. Ich hätte die Fullpower nicht. Damit hat es sich auch für Steel Key erledigt. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen in Navi. Und ja, jetzt können wir wirklich die Schallwelle drücken. Es sei denn, wir predikten, dass er in Fiara auswechselt, aber selbst da wird eine Schallwelle ordentlich Schaden machen. Er bleibt drin, geht auf die Z-Attacke. Mal gut, dass wir komplettes Karpien-Investment spielen. Er ist trotz einer Donnerwelle. Oh, Z-Ränkenschmidt. Oh mein Gott, und es reicht ganz knapp nicht. Fucking shit. Er kriegt aber die Fullpower. Sehr schön. Also hat sich das Ganze doch gelohnt. Denn ich weiß nicht, ob wir das Spukball auf Plus 2. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den überlebt hätten. Ja doch, stimmt. Klar sind wir langsamer als Traumagie. Traumagie ist relativ flott unterwegs. Da kommt Stolos. Stolos werden wir jetzt mit einem... Ja doch, Stolos kriegen wir jetzt definitiv mit einer Schallwelle raus. Gucken wir mal. Die Stachler machen es halt gerade. Es hat zwar nur ein Lager, aber... Und ich habe es auch nur gelegt, um einen potenziellen Fokus-Gurt rauszukriegen. Aber... Ja. In Elfhund dürfen wir jetzt nicht leichtfertig einwechseln. Da müssen wir echt aufpassen. Dornfahren wird die Offensivweste tragen und wird natürlich Erdbeben mit am Schlüssel haben. Ja. Also es ist Zeit für Elfhund, für ein bisschen Spaß. Erdbeben kommt, Erdbeben wird etwas Schaden machen, aber nicht viel. Es kommt sogar nur der Turbo-Dreher, das heißt wir haben jetzt eine Free-Runde, in der wir auf den Delegator gehen können. Ich sogar sagen würde, Giga sogar go. Ich weiß nicht, was es zieht, aber oh, es zieht nicht wenig. Wenn jetzt allerdings Toxin kommt, wenn er das jetzt prediktet hat, da kommt der Abschlag. Ei, das ist nicht gut. Die Überreste, die waren wichtig. Wir gehen nochmal auf den Giga sogar. Es kann sein, dass er bleibt drin straight. Er wirft dann von ab. Das ist okay für uns. Das ist sehr, sehr okay. Die Überreste ärgern mich gerade so ein bisschen. Dass wir die verloren haben. Aber gut, da kommt Fiaro, das abzusehen. Ja. Wie machen wir das jetzt? Ich will Elfhund nicht abwerfen. Was hat er noch im Pokémon? Er hatte noch zwei. Er hat Viscagon. Und Fiaro. Er breakt einen Delegator. Wenn wir geboostet sind. Das heißt, er breakt den Delegator auch so. Will ich?
Also wollen wir riskieren. Also wir könnten das jetzt so machen, dass wir wirklich ihn so lange hinhalten, bis er sich quasi mit seinem Sturzzug, mit seinem Recoil Damage selbst ausnockt und beziehungsweise in einer guten Range ist. Ich glaube, das würde ich jetzt gerade tatsächlich gerne machen. Der Sturzzug kommt, er wird trotz dem Watteschild ordentlichen Damage machen. Die Frage ist, wie ordentlich? Sehr, sehr ordentlich, aber es reicht halt noch nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf Watteschild. Maximum für Verteidigung plus 6. Und vielleicht. Oh mein Gott, wir wären das Irrlicht ab. Delegator Go, aber sowas von Delegator Go. Eieiei. Da war ein bisschen Lack mit dem Spiel, das tut mir fast schon leid. Aber gut, das war auch mutig. Ich meine, wir hätten jetzt. Okay, Verbindung zum Partner wurde unterbrochen. Ja. Ich weiß nicht, GG. Ich werde gleich mal schreiben, was da los war. Ja, es kann gut sein, dass ich den Kampf jetzt nochmal neu aufnehme. Oder dass er sagt, er hat keinen Bock mehr. Kann ja sein, dass das ein Rage-Quit war. Ja, für den Fall, dass das tatsächlich ein Rage-Quit war und er keinen Bock mehr hat. Machen wir mal den Punkt kurz weiter. Team hat ganz gut funktioniert. Elfhund ist halt mit Sträuchen ein mega ätzendes Pokémon, muss man einfach sagen. Felinara hat auch ordentlich Damage reingeknallt. Wir haben leider von Guardevo und Mimikma nichts gesehen, aber ich finde, das Team hat an sich ganz gut funktioniert. Relaxo hat nicht ganz gemacht. Relaxo mit Fluch ist halt. Ich weiß ja halt nicht, wie krass da wirklich Felinara dann durchgegangen wäre. Aber GG, gut gespielt, bis zu dem Punkt, wo dann die Verbindung abgekackt ist. Keine Ahnung, warum auch immer. Ja, wie gesagt, das Team hat nicht ich zusammengestellt, das war mein Zuschauer. Willst du mal was sagen? Nein? Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, macht ein bisschen Welle, Leute. Wir sehen uns Montag bis Freitag, wie immer am Wochenende Sweep-Videos. Dieses Mal mit Miltank. Und zwar habe ich mir den Tag die silberne Edition nochmal rausgesucht, hat ein bisschen gezockt und musste dagegen Biancas spielen und Biancas Miltank kennen, wir alle, eines der ätzendsten Pokémon überhaupt, und dachte ich mir, einfach mal ein farbiges Schnappen, vorher was durchpassen und mal gucken, ob man nicht wirklich vielleicht sogar ein ganzes Team mit Walzer sweepen kann. Und das habe ich probiert, ob es gelungen ist. Sehen wir. Ja, schaut es rein. Wir sehen uns. Ihr wisst Bescheid.